Grüße, Grüße. Und willkommen. FIFA 23. Wir wollen mal schauen, ob wir mit dem HSV endlich mal in die erste Liga aufsteigen können. Und was brauchen wir dafür? Erstmal einen Trainer. Wen können wir denn holen? Ja, hier Uwe Rösler ist ja mittlerweile in Dänemark. Gut zu wissen. Guardiola, das ist ein bisschen übertrieben. Aber wie wär's denn? Patrick Vieira, der sieht ganz cool aus. In Frankreich gibt es nur einen Trainer. Thomas Predaric ist mittlerweile in Indien gelandet. Wahnsinn. Ach, guck mal, Rest der Welt, wenn es da noch so gibt. Mal jemanden kennen. Warum haben die, sind eigentlich Trainer drin ohne Bild? Das ist total dumm. Da ist es doch. Da ist er doch, den wir, glaube ich, suchen. Als haben wir Rumänien eingestellt, das wollen wir nicht. Und zwar Ted Lasso natürlich. Aber wir können Outfit wechseln. Nee, der bleibt so. Ted Lasso führt den HSV zurück in die erste Liga. So, Team. Ja, eigentlich hätten wir Werder nehmen müssen, aber wir nehmen natürlich den HSV. Wo ist er denn? Da, der HSV. Erfolg kontinental. Sehr niedrig. Erfolg national. Sehr hoch. Stückchen Kaffee. Wir schauen jetzt kurz mal noch hier in die Einstellung rein. Ah, Schwierigkeitsgrad geht an. Also Halbzeitlänge machen wir 5 Minuten. Schwierigkeitsgrad, okay. FIFA, letzten Teil nicht gespielt. Fangen wir mal auf Profi an. Genau, alles aktivieren. Locker aktiviert. Weiter. Stadion? Haben wir festes Stadion. Drei Jahre geladen erstmal. Speichern wir mal das Ding. Meine Damen und Herren, hier kommt unser neuer Trainer. Ted Lasso. Vorgestellt beim HSV. Oh, passt da gut hin. Gut. Was können wir denn hier so machen? Saisonverwaltungspokal. Oh, okay. Monster, das ist doch schon ideal. Was gibt's noch? Augsburg, nee, nee, wir spielen hier die hier. Was ist Demispor? Also, das klingt türkisch. Monza, Salzburg. Auf jeden Fall spielen wir das. Gut. Gucken wir, was wir hier so machen können. Was haben wir denn für Ziele? Status akzeptabel, sehr gut. Ziele. Aha, Potenzial ist vom Nachwuchsförderung weg.
Das ist gar nicht so einfach. Fünf Ligasiege auswärts in Folge. Ersetze drei Spieler deiner Mannschaft. Und wir sollen auch noch was weniger Geld ausgeben. Uiui. Okay. Was gibt's Neues? Nix. Wo geht die Böller hin? Ach so, ja, das ist ja sogar real so gewesen. Dann schau mal zur Mannschaft rein. Spielt eigentlich beim HSV so? Ah, das interessiert mich alles nicht weg. Wir wissen, wer hier spielt. So, Klötzel. Jatta. Was haben wir auf der Bank? Nur nichts Gutes. Doch, hier Leipold. Warum spielt denn der nicht? Gleich mal aufstellen. Boah, sieht das schon ziemlich gut aus für zweite Liga. Alles klar. Jo, wollen wir. Dann gehen wir mal zurück und gehen gleich mal in den ersten Trainingsalltag hier. Ja, müssen wir erstmal Übung auch spielen. Haben noch gar nichts gemacht davon. Auf geht's. On, Baby. Oh, falsch. Jetzt los, 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 los. Ah, ich muss die Steuer noch umstellen. Merke ich gerade. Sind wir schon noch auf der guten FIFA-Steuerung hier. Das ist nicht meine. Müssen noch die alte Pro Evo-Steuerung einstellen. Ah, oh, bitte, 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 come on. Und rein in die Bude. Was? Nächste Übung. Was sollen wir machen? Abwehrszenario. Ah, keine Chance, mein Freund. Ja, auch nicht. Nichts gibt's hier. Oh, gegen zwei. Schlecht bewegt. Oh, gleich 1000 Punkte. Oh, das war schlecht. Ah, das sieht Fernandes aber nicht so gut aus. Raus, Mann. Gut. Sehr stark. Wieder fest. Oh, das war schlecht. War schlecht. Sehr gut überragend. Ich glaube, da müssen wir es auch nicht mehr spielen danach. Weiter geht's. Nächste Übung. Ja, passen einfach nur. Ich den eigentlich oben einbinden? Jetzt mit Gegner, okay. Lauf, Baby, lauf! Zwei Gegnern, oh. Das wird aber nicht so einfach werden hier. Nein!
Nochmal. War schlecht. Ah, bitter. Wollen spielen hier, wir wollen nicht. Wo kann ich das denn umstellen? Wahrscheinlich erst im Menü hier Finanzen. Trainer bearbeiten. Einstellung. Genau. Kamera. Schauen wir mal auf klassisch Tele. Klassisch um. Genau. Jetzt brauche ich noch Gamepad. Ach, es geht hier gar nicht. Ist ja bescheuert. Machen meine Scouts. Maximilian Bayer. Geraldo Becker. Warum wird mir denn vorgeschlagen? Brauche ich einen Stürmer? Marcel Bär? Bisschen alt vielleicht, ja? Ja, den kann man mal beobachten lassen. Maximilian Bayer 19. Ne, Marcel Bär ist viel zu alt für. Und den beobachten wir auch mal. Geht beides? Ja, geht beides. Wunderbar. Gut. Dann mal weiter hier. Training. Gucken wir mal. Ich hoffe, wir simulieren erstmal. Wir wollen ja spielen hier. Ja, mach erstmal. Ist mir erstmal egal. Wir wollen erstmal zum ersten Spiel. Da ist es schon. Testspiel gegen Adana. Auf geht das Spiel natürlich komplett. So. Boah. Die lassen wir mal so stehen. Das können wir bei Anpassen noch machen. Trikot ändern, Seitenwahl. Ah, Controller schon, da will ich doch hin. Da wollen wir doch hin. So, Sprint nochmal ändern. Und das müssen wir auch noch ändern. Alles klar. Trikots passen. Auf geht's. Erstes Spiel. Die Hoffnungen sind groß. Erstes Spiel also für den neuen Mann. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ja, erstmal schönes Hamburger Wetter hier. Natürlich. Ah, wir spielen in Italien, oder? Das ist das Juve-Stadion. Liebe Zuschauer, willkommen im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen eine Partie am ersten Spieltag. Ja, müssen dieses Trainerzeug nur noch ausstellen hier. Wo geht denn das? Weg damit. Dieses Vorbereitungsturniers und zwar Dann, vom auf geht's. European HSV. International Cup. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Das erste Spiel also in diesem Vorbereitungsturnier und jetzt werden wir erleben, wo sie stehen. Gehen mit großen Hoffnungen in die neue Saison und wir schauen mal, wie vor Ah, allem der komm, komm, Trainer die komm. Partie angehen wird. Das ist sicherlich schon mal eine Chance, das ein oder andere Experiment zu wagen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir genau das heute sehen werden.
Und da geht der Spieler dazwischen und fake den Pass ab. Ah, shit, gefährlich. Mario Balotelli. Balotelli spielt hier? Balotelli, was macht er draus? Damit lässt er sich Geil. Nicht überwinden. Balotelli. Auch von der Versenkung verschwunden, ne? Oh, gute Grätsche. Gute Grätsche, er hat den Ball. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Mario Balotelli. Ja komm, lauf geht's. Ah, schlecht. Wir freuen uns heute auf das Debüt des neuen Trainers. Ein leichtes Debüt wird das angesichts der Ambitionen des Vereins natürlich nicht. Come on, Baby. In der Saison soll ja der Titel rauskommen. Ja, und den soll der Trainer liefern. Die Aufgabe ist klar definiert. Böse Foul. Schiri. Das ist schon ein Mann, der solche Aufgaben Schiri, das war böse vielleicht Foul. Sogar braucht dieses Anspruchsdenken. Er wächst mit den Aufgaben. Die Frage ist, ob er die Mannschaft mitziehen kann. Ja, klar kann er die Mannschaft mitziehen. Das ist natürlich ein guter Pass. Warum ist er so langsam? Elfmeter. So, die Schiedsrichterin legt sich sofort fest. Klarer Elfmeter. Und damit haben sie nun die Chance, hier in Führung zu gehen. Hartes Einsteigen, zu hart, sagt die Schiedsrichterin. Und ich gebe ihr da ja, alles gespielt hier, klar, außer, den Elfmeter außer dem Ball. Muss es geben, aber ist das auch gelb? So, wir gehen in den Elfmeter. Ich glaub schon. Ah, aber sie zeigt keine Karte. Ja, sie ist gut. So, wie funktioniert das denn? Schützen, wechseln, zielen. Was macht denn das Pulsieren hier? Jetzt wollen sie hier das 1-0. Oh, Scheiße. Nicht das Tor. Ich glaube, den kann er deutlich besser. Das ist völlig fertig. Erstmal den Ball drüber geschossen. Sehr gut. Ah, perfekter Einstieg in die neue Saison. Erstmal Elber verballert. Geht da voll in diesen Zweikampf. Inler. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Flanke abgeblockt. Ja, ah, ist aber hier für ein Vorbereitungsspiel. Volles Haus. Ah, es regnet, ich sehe es. Danke. Ecke in die Mitte. Und da muss der auch stark halten. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da der war stark halten. Zum Kopfball kommen lassen. Ja, den muss er was macht ihr denn da? Da sieht er schlecht aus. Er trifft den zeigenden Tor. Was war das denn? Und hier was war das denn? Ja, das ist natürlich bitter, aber es kann eben passieren. Köpft der vorne den Ball nicht raus. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte bitter. Das Spiel bitter. Richtig Fahrt aufnehmen. Richtig bitter. Leibold. Ah, sehr gut. Das gefällt mir. Ah, jetzt hätten wir einen hohen Ball probieren müssen. Aufpassen. Das ist doch voll von Balotelli. Jatta. Oh, Jatta. Angriff früh ab, sehr gut. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Gut, zu viel Platz. Den Ball hält er gut. Ah, den kann er doch festhalten, den Ball. Was macht er denn da? Das war mehr Show als andere. Ecke kommt rein. Da war mehr drin, es gibt Abstoß. Ah, Kopfball habe ich noch ganz schön Probleme. Der Transfer ist fix. Er wird also bald ja, mir egal, weg, beim weg. Neuen Club auflaufen. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Kittel. Komm, Sonny. Ah, schlecht. Oh, das war ein schlechtes Abspiel. Das auch. Das auch. Ich komme nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei.
Klasse Pass. Gute Spieleröffnung hier. Was war das denn? Was ist das denn? Komm her, Fernandes. Guter Mann. Aktion, kein Problem für den Torwart. Schlechter Pass. Schlechter Pass. Younes Belanda. Die Chance auf den Konter. Mario Balotelli. Wartet den Moment. Was machen die? Was machen die? Was war das denn? Der Konter Stoß. War Weltklasse. Der Abschluss eher nicht. Nee, Wolf. Und jetzt werden sie sich natürlich ärgern. Das war eine richtig gute Chance. So, erste Halbzeit gleich rum. Im Prinzip keine eigene Torschance gehabt. Ich bitte. Schönes Pressing jetzt. Und jetzt nochmal. Vielleicht Platz auf dem Flügel. Was kurze? Oh. Oh, fuck. Was eine Chance. Was eine Chance, ey. Das ist ein Glitch. Kevin Rodriguez. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Jatta. Come on, riesen Chance jetzt. Mach rein. Jawohl. Was für ein Duselbude. Egal. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Alter. Was für ein Glück. Was ist das denn für ein lustiges Ding? Da kann man zufrieden sein. Nun geht's also erstmal in die Pause hier im Allianz Stadium. So, Schalke führt. Köln gegen RB ist 0-0, ist gut. Und Cremonese gegen Monza 0-0. Ja, weiter geht's. Mit dem Auf jeden Fall ausgeglichenes Spiel bisher. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Glück gehabt. Kittel. Meffert. Sie unterstützen gut. Vielleicht die Führung jetzt. Das Ding. Oh, bam. Den macht er stark. Den macht er klasse stark. Ich dachte eigentlich fast abseits, aber. Oh, hier. Der böse Glitch ist noch im Spiel. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Was macht denn der Torwart da? Was macht denn der Torwart da? Egal, 2-1, perfekter Auftakt jetzt hier. 2-1, hier ist noch alles drin. Jetzt wird noch einer, ja. Komm. Da haben Sie die Chance. Ach hin! Block. Oh, jetzt haben wir aber einen Dusel hier, jetzt haben wir aber einen Dusel. Ach, das ist jetzt scheiße. Puh. Das war eng, aber die richtige Entscheidung. Ja, ist abseits. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Wo vorbeigekommen ist, aber wichtig, komm Kittel. Abschluss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Knicken Fuß, oder? Weiter geht's. Der rechte Fuß. Glück gehabt. Ball geht direkt zum schlechter Pass, schlechter Pass.
Aufpassen, nicht den Konter fangen. Come on, Baby. Oh, das ist schnell. Ja, kriegen wir noch. Ja, komm her. Stark. Moritz Heyer. Glück gehabt. Ja, hier tausende HSV-Anhänger mit nach Turin gekommen. Sebastian Schonlau. Man kennt es. Vorteil, spiel doch weiter. Ja, und das ist auch gut so. Guter Pass jetzt. Come on, rein. Ah, den muss er besser erklären. Fans können erst mal mit den Defensivkopfbällen. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Mal gucken, wie das geht, ey. Shit. Komm, heuer Fernandes, wird eng. Stark. Stark von Fernandes. Schlecht, wir müssen aufpassen hier. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Shit. Oh, hält auch kein gut. Problem, keine Ecke kommen. Müssen wir mal mit Torwart bedanken. Kittel. Komm, Sonny, bist du schneller? Nimmst du nicht? Mal mit hier? Hart zu spät. Sind wir ganz schön im Schwimmen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Fuck, ey. Das ist natürlich ein guter Pass. Come on. Und so wird das nichts. Hält der Torwart natürlich. Da haben wir echt Glück gehabt, dass er nicht einfach den Ball genommen hat und weitergelaufen ist. Jetzt kommt die Ecke. Das sah ein bisschen sehr schlecht aus. Ecke in die Mitte. Vorne jetzt die Balleroberung. Schuss. Nein. Was für ein Kack. Was für eine Kackbude. Eine richtige Kackbude war das. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach. Und dann darfst du dich nicht. Ah, da hab ich gehabt. Das war dann schon eher eine Einladung. Alles wieder. Da haben wir einfach mal ein bisschen Pech gehabt. Resolut, Leute, Resolut. Guter Spielaufbau jetzt. Ah, schlecht. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Da aufpassen, dass ich mich noch vor das dritte fangen. Da ist die Flanke. Da kommt Glück niemand dran. Komm, jetzt Konter. Schon Kittel. HSV vielleicht Platz auf dem Flügel. Nochmal der Angriff. Und es ist klar, die wollen hier mehr als dieses Rechte. Richtige Flanke. Oh, geh hin. Da haben wir noch 10 Minuten noch. 8 Minuten jetzt noch. Ja, guter Pass. Ball weiterhin. Stark geholt. Nicht die Flanke. Was gibt's? Einwurf? Okay. Jetzt kommt der Wechsel. Das ist der ehemalige Schalke-Spieler. Stamboli. Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. Da suchen Sie Balotelli. Komm raus. Können Sie jetzt klären? Kommst du unten gleich mal mit? Leibold. Komm, Platz denn noch anziehen. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Ah, halbherzig, das ist macht da gefährlich. Gibt's hier vielleicht das ist die Chance auf den Sieg? Fuck! Da war nochmal eine richtig gute Chance, ey. Außen ist Platz für den HSV. Ja, toll gehalten. Jetzt geht's zum Eckball. Abstoß weiter. Abstoß! Ich bitte dich. Das ist doch kein Abstoß. Ah, 2-2.
müssen wir zufrieden sein hier im ersten Spiel. Konnte, müssen wir schon sagen, das war ein gutes Spiel. Ja, und ich glaube, wenn es so eng ist, wenn beide so auf ähnlichem Niveau agieren, dann ist so ein Unentschieden am Ende auch gerecht. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Den wichtigen Ausgleich gemacht in diesem Spiel. Am Ende schaffen sie hier das Unentschieden und wir wissen nicht, wie es ohne diesen Treffer ausgegangen wäre. Von daher auf jeden Fall eine gute Leistung. Danke, Buschi. Ja, können wir zufrieden sein. Es geht los hier im ja, 60% Ballbesitz war gut. Ja, 11 haben wir auch noch verpulst. Gucken wir mal, Schalke gewinnt. Köln 1-1, okay. Ja, stimmt. Wir haben viele Chancen liegen gelassen. Gucken wir mal heute. Was sagt denn unsere Scouting-Abteilung? Es sind jetzt schon die Tage rum. Ein Tag noch bei Bayer und bei Geraldo Becker auch noch ein Tag. Ja. Also wir leben mal wieder. Können wir mal wann anders mal spielen. Schauen wir mal rein hier. In den Scout-Bericht. Der gute. 9 Millionen Ablösekost, ja? Bayer, ja. Mentalität, ganz weit unten, Defensive ja gar nichts. Athletik. Ist die bei Becker. Fähigkeiten. Sprint, ah, ist halt wirklich echt ein cooler Sprinter. Antritt, Beweglichkeit. Was hat er denn? Abschluss. Abschluss. Ah, nicht so viel. Okay. Wir gucken mal, ob man nicht jemanden von uns erstmal auf die Liste setzen können, den wir nicht mehr brauchen. Schauen, wie das geht. Was ist eigentlich bei unserer Jugendarbeit so los? Ah, jetzt kommen wir erstmal. Gehen wir erstmal zurück. Brauchen wir jetzt nicht. Was zum Transfer anbieten können. Ich glaube, wir brauchen sicherlich nicht all unsere Spieler. Ah, geht wahrscheinlich über das Teammanagement. Da geht das genau. Transfers, gucken wir mal. Wen brauchen wir denn hier nicht? Von den Drahtleuten. Wer ist denn das hier, die 71? Ne, den brauchen wir. Schlüsselspieler. Bester Teamspieler. Wie alt ist denn der 17? Ne, wer bist denn du? 21. Ja, das ist wichtig. Königsdörfer. Ja, hier, den brauchen wir doch nicht. Wer ist denn das? Ja, den können wir auf die Transferliste setzen. Zack. Hier, den brauchen wir auch nicht. 65er, da ist Mittelfeld. Komm auf, Transferliste setzen. Auch viel zu schwach. Brauchen wir alles nicht. Innenverteidiger unter 60 Transferliste. Noch so einer. Alles auf die Transferliste. Torhüter, wir haben noch. Wir haben 4 Torhüter. 5 Torhüter. Was soll ich hier mit 5 Torhütern?
ja wirklich Quatsch. 23, 33, die brauchen wir auch nicht. Alles klar. Gut. Ne, wollen nicht rausgehen. Wollen nicht noch ein Spiel spielen. Dann kommt unser nächstes Hohtag. Ich glaube, das kommt jetzt sofort. Ja, weiter geht's. Assistenztrainer. Alles klar. Wir sollen also mehr wechseln in der Vorbereitung. Was will denn unser Vorstand eigentlich von uns? Okay, okay, okay. Haben wir gelesen? Spielerchat. Also alle ein bisschen natürlich ja unglücklich, dass jetzt auf Transferliste sind. Jetzt sagen wir erstmal, wie antworten wir hier? Geht das irgendwie antworten? Geht nicht mehr. Ja. Zack. Die kommen auch keine Spielgetränke. Geht alles. Gut. Auf geht's, wir spielen erstmal unser nächstes Spiel jetzt hier. Aber man sieht gar nicht, wie stark die sind. Okay. Nochmal, wenn wir hier mal ändern können. Was haben wir denn? Ah, da können wir Königsdorfer mal bringen für Jatta. Da war eine Chance, sich zu beweisen. Und Kiesel kann auch mal dann zweiter Platz spielen. Wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Stürmer. Wir haben nämlich nur einen. Auf geht's. Willkommen im Allianz Stadium, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Und auf jeden Fall diesmal gewinnen. Also in diesem Vorbereitungsturnier, die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen. Ah, schlecht. War echt gut gestartet von Glätzel. Schlecht, aber gesehen von mir. Dann kann er nichts für die Gute. Ja, muss sagen, mit den Trikots und der HSV könnte überhaupt Schatten ist nicht so schön zum Gucken hier. Da kommt die Flanke. Wohin, Junge? Ach, da. Muss mal ganz Mittelfeld. Jetzt gibt's einen Einwurf. Und beschwer dich nicht außen. Das ist wirklich nicht ideal hier. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh, schlecht. Macht er ihn! Ja, das war keine Herausforderung. Welches Foul war das? Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Alter, so wie kritisch drüber gesprungen, macht denn der? Opfer dich mal für den Verein. Schuss kommt nicht durch. Steh auch, was macht denn mein Torwart? Liegt der da unten rum? Ach, schlecht, schlecht, schlecht gespielt. Balzania. Ah, müssen wir vielleicht mal an der Seite spielen. Dritte schlechte Pass jetzt hier vorne. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Mal Seite wechseln. Gucken, was hier drüben so geht.
Alter, das ist hell auf der Seite. Nee. Sprechen wir nochmal kurz über den HSV. Wohin geht die Reise? Wolf, das wüssten viele gern, glaube ich. Der HSV müsste eigentlich... Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Sie vergeben diese Riesenchance. Der haben Glück gehabt, ey, dass er sich einfach gedreht hat. Wie kann man diese Chance liegen lassen? Der Ball erstmal abgefangen. Da haben wir den Zeitpunkt wieder ein bisschen verpasst. Jetzt aber komm. Und die Möglichkeit. Fuck. So, ich annehme den Ball, muss direkt schießen. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Der HSV am Ball. Boah, böse Foul. Muss da mal eine gelbe geben. Komm. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall, war gelbwürdig. Hat sie gut gesehen. Einfach mal Abschluss. Gut. Ist eine Ecke gewesen? Sie bekommen die Ecke. Die Ecke kommt. Auch nicht schlecht. Sie bekommen den Ball nicht weg. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereitet sogar noch annehmen können, ey. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Bekannt. Ah, Ted weiß man nicht so richtig, was er hier davon halten soll. Jetzt Eckball. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Chance für den Konter jetzt. Ah, den müssen wir gleich unterbinden, den Konter. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Fuck, ist der schnell. Oh nein, nein, nein. Damit hat er keine große Schwein gehabt, ey. Richtig Schwein gehabt. Sie führen die Ecke kurz aus. Flanke geht in den Strafraum. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Der geht genau kein Problem für Herr Fernandez. Ah, schlechter Pass, schlechter Pass. Völlig ohne Not. Santiago Ascasiba. Oh, schon wieder. Ziemlich schnell, ey. Da haben wir Glück gehabt. Schön dazwischen gegangen. Leibold. Komm mit. Oh, muss mal durchsetzen. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Foul, Schiri. Muss mal Gnadenfreischuss geben. Komm, aus. Muss mal zuschlagen hier vor der Halbzeit. Etwas zu und genau war. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Ah, das war eine schlechte erste Halbzeit. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Ja, beste für uns, steht 0-0. Jetzt ist die Pause vorbei. Es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. Gutes Ding. Oh, war vorne echt zu langsam. Wir werden auf jeden Fall einen Stürmer kaufen müssen. Komm, Tempo, 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 nicht rumstehen. Oh, jetzt werden sie wechseln. Das muss er besser. Ah, Königshofer draußen, das geht gar nicht, ey. Das geht gar nicht.
Leicester hat leider bisher seine Chance null nutzen. Und das ist nicht irgendein Spieler, sondern ein echter Wunschspieler. Fuck. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. So, jetzt mal ein bisschen Seite nutzen, ne? Ah, wird zu spät. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Hier darf es echt noch mit den Zwischendingern, ey. Meine Fresse. Er muss dem mal helfen vorne. Wird das nix? Oh shit, aufpassen. Meffert. Jetzt ist Platz für den Konter. Jetzt Platz, komm. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ist es das? Da ist das Ding, da ist das Ding. Völlig unverdient, scheißegal. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Ja, macht da. Sehr gut, Robert. Sehr gut. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Den fangen Sie ab. Toller Pass. Komm, Baby, Baby, Baby. Kriegst du? Und dann kann die Abwehr die Szene unterbinden bei diesem Steilpass. Was ist das denn? Alter, das war wichtig, dass schlecht, den Ball kommt. Schlecht durchgemogelt, aber war auch mit den Trikots gerade wieder sehr schwer zu sehen. Santiago Ascasiba. Muss hin, Fernandes, gut. So, erstmal beruhigen das Ganze hier. Meffert. Wo ist der Ball? Für uns. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ne, jetzt ist der Ball doch. Dachte, oh, das gibt die Abstoß. Bitter. Bitter. Hier noch mal, ich dachte eigentlich, wir wären schon durch. Sie wechseln jetzt. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Hm. Und dann doch der Ballverlust. War ja Schuss als Pass. Komm, einen hast du noch, einen Sprint. Sehr gut. Gute Aktion. Die Riesenchance. Oh, jetzt können Sie klären, schlecht. Sonst gefährlich werden können. Das haben wir schlecht ausgeführt. Sehr und gut. Wichtig. Wichtig. Sie spielen das Abseits. Steil, gefährlich. Ja. Mann ist oben abseits. Sah aber gut aus, dieser Steilpass. Ja, ja, Wolf, da fehlte nicht viel. Und dann sind Sie hier durch. Ganz enge Geschichte. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ist das das Tor? Ja, aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Da habe ich Glück gehabt wieder mal. Jetzt können Sie kontern. Oh, Christopher, was ist hier los? Jetzt die Flanke an den Lang. Oh, was? Muss er doch machen. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Den muss er doch machen. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Ballverlust. Er zieht vorbei. Ist das hier die Entscheidung? Nee, ah, das war mehr Zeit, als ich dachte. Müssen wir noch ein bisschen warten können.
denn das immer für komische Klärbewegungen? Muss man nur hinköpfen. Aus, jawohl. Es gibt Einwurf. Jawohl. Gleich wird hier ausgewechselt. Er fängt diesen das war schlecht. Das war richtig schlecht. Jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Oh shit. Es werden nochmal 2 Minuten draufgelegt. Klasse, beide Schienbeine durch. Ist da irgendeiner von mir? Ja. Was kriegst du von noch einen drin? Jetzt hätte der HSV vielleicht Platz auf dem Flügel. Ball an den kurzen Pfosten. Oh, boah, was für eine gut. Parade. Wichtig. Sie dürfen also weiter hoffen. Ich glaube, das wäre hier kurz vor Schluss die Entscheidung gewesen. Ah, ich denke, das müssen wir jetzt haben. Immer noch mal eine Ecke. Die Ecke kommt. Ja, das müssen Sie entschlossener machen. Jawohl, der ist der erste Sieg für Ted Lasso als HSV-Trainer gegen Cremonese. Und wir sehen hier, wie die alle durchatmen. Ah, die sind alle ein bisschen pisst. Aber zweite Halbzeit deutliche Steigerung beim HSV. Und dann haben wir 1-0 gemacht. Wichtig. Aber das war ja lang nicht alles. Gab auch sonst noch viele gute Aktionen. Gut. Und los geht's. Ja, Spieler spielt's. Meffert. Okay. Unterschied den FC Köln. Und Salzburg hat jetzt, glaube ich, 2 Spiele, 2 Siege. Schönes Bild. Aber da sind wir doch sehr zufrieden mit. Mit dem ersten Spieltag, ersten Sieg und zweiten Spieltag. Sehr gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Erholungstag ist gut. Gehen wir mal eins weiter. Und Benfica holte Maximiliano Gomez. Sandhausen hatten wir gleich für 3 Millionen eingeholt. Was die nicht alles können. Dann speichern wir unser Spiel mal. Und ich sage, Dankeschön. Erste Episode. Kann Ted Lasso den HSV endlich aus der Zweitklassigkeit führen? Zurück in Liga 1. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.